Achtung, ihr Lieben, ich sag's jetzt von vornherein, es könnte jetzt nicht unwahrscheinlich zu Spoiler kommen, was Godzilla and Kong angeht. Denn ja, wir wissen ja, es gab bereits erste Test-Screenings zum Film, die ja auch schon herausposaunt haben, dass Godzilla and Kong wohl eher den Fokus wieder auf Kong legt. Hätten wir uns aber auch denken können. Ich meine, wir gehen in die Hollow Earth zurück und wir sehen ja auch hier Scar King, der definitiv auch eher in Richtung Kong geht als Godzilla, und das scheint sich nun auch zu bestätigen. Ebenfalls gab es jetzt erste Aussagen von bestimmten Test-Screenings, die ein bisschen auf die Story eingegangen sind, und das hört sich alles schon relativ war an. Wie gesagt, es kann auch alles kompletter Bullshit sein, was ich jetzt hier von mir gebe. Schaut das Video jetzt hier also mit Bedacht. Ich spreche hier einfach mal eine mögliche Spoilerwarnung aus. Ich meine, bei einem Film wie Godzilla and Kong, ob das jetzt so wichtig ist, dass da irgendwelche Spoiler rausgehauen werden, weiß ich ja nicht, weil das sind dann doch so Filme, wo wir eigentlich wegen der Action mehr reingehen. Und ich glaube, die meisten von euch wissen auch schon das, was ich euch jetzt erzählen werde, dass das so im Film auftreten könnte, sollte, wie auch immer. Gut. Legen wir auf jeden Fall jetzt los. Letzte mögliche Spoilerwarnung. Viel Spaß mit dem Video. Ich hatte erst vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo ich darauf eingegangen bin, wie ein möglicher Space Godzilla denn in diesen Film passen würde. Das würde immer noch irgendwie meiner Meinung nach funktionieren, dass man Space Godzilla quasi in einer Post-Credit-Szene nochmal zeigt. Allerdings müssen wir uns wohl damit abfinden, dass die Monsterverse-Filme sehr viele Kaiju nur neu dazu erfinden. Das heißt, wenn jetzt Leute sagen, boah, ich würde gerne mal einen Destroyer sehen, ich glaube, das wird eher schwierig werden. Ebenfalls wird ein Space Godzilla wahrscheinlich eher nicht auftauchen. Ich meine, die Variante, die wir jetzt hier von Godzilla sehen, mit diesem pinken Schimmer, ist eine Anlehnung an den Millennium Godzilla. Aber sie konnten auch nicht den Godzilla direkt übernehmen im Endeffekt. Das ist quasi jetzt eine Neuauflage dieses Godzillas. Der Muto aus Godzilla 2014 war komplett neu. Die Skullcrawler waren, meine ich, auch komplett ausgedacht. Jeder Kaiju in der Serie Monarch war, meine ich, ausgedacht, bis auf Godzilla. Das Monsterverse arbeitet sehr stark daran, eigene Kaiju in dieses Universum reinzuschmeißen. Ich weiß nicht genau, wieso. Ob das was mit Toho zu tun hat, dass die ja auch aktuell an einem bestimmten Plan arbeiten, an dem World of Gojira-Plan, über den ich auch schon mal mit euch gesprochen habe. Das Video habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Und dass man vielleicht jetzt versucht, sein eigenes Monsterverse mit seinen eigenen Kreaturen zu füllen. Das würde irgendwie Sinn ergeben. Gibt auch Spekulationen darauf, dass Godzilla so wenig in diesen Filmen auftaucht. Ich meine, Godzilla vs. Kong war ja auch schon mehr ein Kong-Film als ein Godzilla-Film. Weil Godzilla immer noch bestimmte Rechte an Toho hat, also quasi den Großteil aller Rechte hat immer noch Toho, und je länger Godzilla auf der Leinwand zu sehen wäre, umso teurer würde es werden, eben einen Film mit Godzilla zu produzieren, wenn jetzt Hollywood, sage ich jetzt mal, das Tier so und so lange auf die Leinwand wirft, dann zahlt man eben auch für die Länge der Laufzeit, wie Godzilla zu sehen ist. Das wurde mir nur zugeflüstert, auch da würde ich sagen, ob das so funktioniert, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt einfach an mit den möglichen Spoilern, was denn eigentlich der Plan unseres Hauptbösewichts Scar King ist. Was hat Scar King überhaupt vor? Wer ist er? Und naja, ist er vielleicht überhaupt nicht der Bösewicht? Wir können gerade mal mit dem angeblichen Leak anfangen, denn auch diesen Leak können wir nun nochmal in zwei Theorien gleich aufspalten. Der Leak besagt nämlich, dass Scar King nicht der Kaiju ist, auf den wir als Zuschauer unseren Hauptfokus legen werden. Er wird nur Teil davon sein, Scar King wird quasi eingeführt als der große Antagonist, und dann finden wir allerdings heraus, dass ein neuer Kaiju namens Shinu oder Shimu, ich habe es mir aufgeschrieben, es sind echt nur 4 Buchstaben und ich kann es mir nicht merken. Es sind 5 Buchstaben, ich kann auch nicht zählen. Gut, Shimu soll der neue Hauptkaiju sein, der in dieser Geschichte eine neue Bedrohung darstellt. Beziehungsweise wurde Bedrohung gar nicht gesagt. Shimu soll allerdings für diese Kristalle verantwortlich sein, die wir auch in der Hollow Earth unten sehen. Und dieses Tier soll quasi wie eine Art Gottheit behandelt werden, von den Menschen, die in der Hollow Earth leben. Auch das sehen wir ja bereits unten in der Hollow Earth. Shimu ist außerdem dafür verantwortlich, dass damals die Eiszeit ausgebrochen ist und alle Dinosaurier ausgestorben sind. Also Shimu soll auftauchen, Shimu soll für den Untergang der Dinosaurier verantwortlich sein, und nun scheint es so zu sein, dass die Menschen in der Erde Shimu wiedererwecken wollen oder ähnliches, weil wir sehen ja auch, dass dann da so Pyramiden aufgebaut sind, schon fast wie so ein Altar, und es sieht alles sehr danach aus, dass das jetzt so der Fokus unserer in der Hollow Earth lebenden Artgenossen sein könnte. Jetzt gibt es dazu noch 2 Theorien. Was könnte Scar King denn wirklich vorhaben?
Theorie Nummer 1 ist, dass Scar King eigentlich gar nicht der Bösewicht ist. Das ist so eine Theorie, die ja nochmal so einen Twist mit reinbringen soll. Wir bekommen Scar King als Bösewicht eingeführt. Und dann kommt aber später raus, nein, der möchte nur diesen Shimu töten, der aus irgendeinem Grund eingefroren ist oder vielleicht der auch nicht mehr, der einfach nicht mehr aktiv ist, damit Shimu diese Zerstörung nicht noch einmal durchführen kann. Scar King möchte also Shimu vernichten, um etwas Gutes zu tun und damit quasi uns allen das Leben retten. Das ist eine Theorie. Da denke ich mir, das ist Schwachsinn, denn die zweite Theorie hört sich wesentlich logischer an. Wir wissen, dass Scar King eine Peitsche mit sich trägt. Wir wussten bereits aus Leaks, lange bevor der erste Teaser draußen war, dass diese Peitsche wohl dafür da sein soll, um Kaiju zu kontrollieren. Scar King soll also nach Theorie Nummer 2 nicht versuchen, Shimu zu töten, sondern darauf warten, bis Shimu wieder erweckt wird, um das Tier dann zu kontrollieren, um sich dann an der gesamten Oberfläche zu rächen, beziehungsweise mehr an Godzilla zu rächen, denn der wird ja auch später eingefroren und die Godzillas sind ja dafür verantwortlich, dass die Kongs fast ausgestorben sind. Das heißt, da könnte man auch wieder sagen, okay, er hat wenigstens so eine Motivation, die man irgendwo nachvollziehen kann. Shimu soll also als Waffe benutzt werden für Scar King, für den kommenden Krieg eben der Kaijus, die es nun wagen, sich gegen Scar King zu stellen. Das ist eine Theorie, eine Geschichte, die sich für mich sehr realistisch anhört. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das Ganze so passieren wird. Ebenfalls soll, während Scar King seinen grausamen Plan langsam durchsetzt, während er eine zweite Eiszeit sowohl an der Oberfläche als auch in der Hollow Earth beginnt zu erschaffen, soll Godzilla zum Schluss des Films in diesen Kokon eingehüllt werden. In diesen Kokon soll ein Teil von Shimu hineingelangen und die Kraft von Shimu soll also an Godzilla übergehen. Deswegen haben wir diese neue Godzilla-Form, die laut diesem Leak, angeblicher Leak, wie gesagt, wirklich nur das Ende des Films zeigen soll. Godzilla bricht aus dem Eis aus, da er eben auch Opfer dieser neuen Eiszeit geworden ist und kommt eben heraus mit Shimus Energie und Shimus Kraft. Und dann bekommen wir eben das Battle Shimu-Godzilla oder Godzilla Evolved, wie er genannt wird, gegen Scar King. Das muss man jetzt erstmal so sacken lassen. Ich bin mit dem Schluss dieses Leaks, angeblichen Leaks, noch nicht so ganz einverstanden. Ich finde diese ganze Nummer mit von wegen Shimu ist jetzt in Godzilla drin. Wie soll das funktionieren, wenn Scar King doch laut dem Leak Shimu unter Kontrolle hat? Ich glaube, da stimmt noch irgendwas nicht so ganz. Dass Godzilla irgendwie einen Teil von Shimus Kraft bekommt, das könnte auch sein. Allerdings müsste er dann nicht auch so eine Eiskraft bekommen und die hat er, glaube ich, nicht. Vielleicht kann dieser neue Atomic Breath auch irgendwie Eis erschaffen oder Sachen einfrieren, ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall der Leak, der gerade im Netz herumkursiert und ja, wie gesagt, auch von jemandem kommt, der angeblich in einem Test-Screening gewesen ist. In diesem Sinne bin ich raus heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.